Oh Mann, ich hab's verkackt. Letzte Woche habe ich 3 meiner Tomb Raider Teile verhauen, kein Spielesound aufgenommen. Unwiderruflich weg. Nun sitze ich hier an meinem Lagerfeuer und erzähle euch, was geschehen ist. Es war ein ganz normaler, irrsinniger Tag im Leben der Lara Croft. Ruff hatte uns Unterstützung zugesagt, also liefen wir los. Ich muss schon sagen, der Ausblick war fantastisch. Nein, damit meine ich nicht Laras prachtvolle Rückansicht, sondern diesen Tempel. Das Spiel beeindruckt mich immer wieder. Wir bewegten uns auf die Brücke zum Tempel. Dieses löchrige Teil. Da zu viel oben auf der Brücke los war, mussten wir uns unten drunter langhangeln. Was für eine Irgendwann mussten wir uns an der Seite der Brücke langhangeln. Roff tötete einen der Gegner nach dem anderen. Leider grapschte einer dieser Widerlinge nach Lara und das Quicktime-Event ging los. Natürlich starb ich. Und starb ich. Beim dritten Versuch klappte es. Lara und ich kamen in einem Tempel an. Nefarious begann ein Ritual. Oh, da war sie, Sam. Endlich hatten wir sie gefunden. Oh, ja, leider war sie ein Teil dieses Rituals. Sam war an einem Pfahl gebunden, vorbereitet, auf dem Scheiterhaufen zu verbrennen. In einem verzweifelten Versuch wollte Lara Sam retten. Doch da wurde nichts draus. Lara wurde gefangen genommen, ihre Waffen beraubt. Und dann durfte sie zugucken, wie Sam verbrannte. Naja, nicht ganz. Zum Glück blies die Sonnengöttin das Feuer aus. Alter, die Olle hat ein ganz schönes Lungenvolumen. Naja, diese verrückten Schergen von Mephias dachten, dass Sam die Auserwählte ist. Also wurde sie losgebunden und weggeschleppt. Moment mal. War da nicht was im Intro? Hier sehen wir die schon bald weltberühmte Archäologin Lara Croft, ganz in ihrem Element. Sie sucht nach dem untergegangenen Königreich Yamatai, Heimat der wundervollen Himiko, mythische Sonnenkönigin und eine Vorfahrin von mir. Und eine Vorfahrin von mir. Ach, was auch immer. Lara wurde ebenfalls weggebracht, aber sie konnte sich befreien und ihren Bogen zurückerlangen. Mir blieb allerdings keine Wahl, als von einem Steg zu springen, in einen von blutrot gefärbten Fluss. Bah, ekelhaft. Wieso lebt Lara eigentlich noch? Die vielen Knochenbrüche und offenen Wunden. Müsste sie nicht schon längst an den Frakturen oder irgendwelchen Infektionen gestorben sein? Auf jeden Fall ging es dann vom Blutfluss der Hölle in die Höhle der Hölle. Ich bin nicht gut im Namen einfallen lassen. Ich war so stolz auf mich. Gleich am Anfang gab es ein Rätsel mit einer Kiste. Ich löste es und so tat sich ein einfacherer Weg auf. Die beiden Wachen, die wir umgingen, standen direkt in einer offenen Gasleitung. Also Brandpfeil raus und das Gas entzünden. Aber natürlich muss dieser Kackpfeil bangen. Und natürlich muss Lara daraufhin sterben, weil ich zu dumm bin zum Shooter spielen.
Herrgott, noch mal eins. Egal, dann halt noch ein Versuch. Und dann hat es auch wirklich funktioniert. Wand draufklettern, Gashähne schließen und sich verstecken und Artefakte nebenbei finden. Naja, da haben wir sie endlich gefunden. Nein, nicht Sam, sondern die Crew. Mit einem wirklich komischen Rätsel und einer sehr merkwürdigen Rettung. Mal ehrlich, wie haben die das überlebt? Wir öffnen zwei Gasventile, schießen auf das freigelassene Gas, der Käfig schwingt zu einer Höhlenöffnung und ich springe natürlich im genau richtigen Moment raus. Hä? Wie funktioniert das? Ich weiß es nicht. Natürlich ging die Höhle in die Luft und der Boden der Hölle öffnete sich. Lara rannte durch explodierende Gänge und natürlich fingen die Ruinen Feuer. Ja, warum auch nicht, ne? Und das alles machte Lara nur durch, um Sam zu finden. Überall tot, Flammen. Ach ja, und Doktor Liebling, mein Beruf ist wichtiger als du. Also bitte überleg es dir nochmal mit der Scheidung. Das würde meinem Ruf schaden. Ach, und noch eine kleine, große Kleinigkeit, die ziemlich groß ist. Lara fand ein paar Aufzeichnungen von Mathias und eine Karte, auf der irgendwas markiert worden ist. Lara hat sie mitgehen lassen. Der Arsch sucht irgendetwas. Ich hoffe, es hilft Lara weiter. Wir fanden Sam. Allerdings bei Mathias. Der Typ ist so gruselig. Spricht davon, der Insel durch Sam entkommen zu können. Aber gleichzeitig macht er mir Angst, dass der mal mit Sam in die Kiste will. Bah! Bin ich froh, wenn ich den in Headshot verpassen kann. Mathias haut ab. Nur noch eine Wache ist da. Ich stehe auf frisches Fleisch. Die Lara natürlich sofort eliminiert und eine Umarmung später überlassen wir Sam dem... Ach, das scheint ja dem Doktor. Na toll. Ach ja, hatte ich erwähnt, dass die Wache meine Waffen hatte? Oh yeah, baby. Papa hatte seine AK wieder. Ein Gefecht später, in welchem ich natürlich starb. Und wir treffen auf einen mit einem riesigen Geschütz. Flakgeschütz, Abwehrgeschütz. Ach, keine Ahnung, was es war. Ein kleines Rätsel, um an die ranzukommen, folgt. Natürlich verrecke ich wieder. Naja. Aber dann, aber sowas von dann. Wir finden einen Granatwerfer für die AK. Oh yes, yes, yes. Und ab hier, kann ich wieder spielen und aufnehmen. Moment, warum wird es hier so heiß und wieso riecht es hier so verbrannt? Oh.